Das Geld wird knapp bei dem US-Rapper Diddy und aus dem Grund verabschiedet er sich von seinen Immobilien. Der Prozess könnte ihm alles kosten, damit er als unschuldiger Mann wieder rauskommt. Verpasse keine News mehr und abonniere den Kanal hier, sowie auf Instagram Rapcheck. Seit dem ersten Vorwurf ist Diddy in der Kritik. Hat er tatsächlich Menschenhandel betrieben und ist er, so wie seine Opfer behaupten, wirklich der Teufel? Jeden Tag gibt es neue Beweise für seine schrecklichen Taten. Er behauptet bis heute, dass er unschuldig sei und dass er nichts damit zu tun hat. Nun muss er vor Gericht aussagen und jede Menge Stars werden anwesend sein, die ebenfalls befragt werden. Immerhin könnte nicht nur Diddy in den Knast wandern, sondern auch seine Rap-Partner, Produzenten, Stars, Politiker und vieles mehr. Nun versucht er, seine Villa für 70 Millionen Dollar zu verkaufen, die er selbst für 40 Millionen gekauft hat. Schließlich braucht er sehr viel Geld, um diesen Prozess finanzieren zu können. Mit seiner Musik läuft es nicht mehr. Viele boykottieren den Musiker und auch seine Songs. An die Rapcheck-Community, jetzt seid ihr wieder up to date und wisst natürlich, was momentan in der Rap-Welt passiert. Um nichts zu verpassen, könnt ihr meinen Kanal abonnieren und die Benachrichtigung aktivieren. Was denkt ihr, wird er als unschuldiger Mann wieder freikommen oder wird er für eine sehr lange Zeit in den Knast wandern? Ich freue mich schon, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Mein Name ist Memo und bis zum nächsten Mal.